Herzlich willkommen bei der Freizeit-Family. Ja, Deutschland macht wieder alles ein bisschen mehr auf. Die Tier- und Freizeitparks dürfen so langsam wieder aufmachen. Und wir sind heute im Tiergarten Mönchengladbach und gucken mal, wie es hier so nach der Krise sind wir ja noch nicht. Aber wie es langsam wieder losgeht und ja, machen jetzt nach langer Zeit mal wieder einen schönen Tag und nach langer Zeit wieder unser erstes Video und den ersten Ausflug so wirklich. Das schauen wir uns jetzt mal an. Viel Spaß! Viel Spaß! Ja, also eine kleine Warteschlange gibt es hier vor und wir haben uns jetzt mal überlegt, Jahreskarten zu holen. So, wir sind drin und haben uns die Jahreskarte jetzt geholt. Ja, Wartezeit ging eigentlich, war alles gut. Und jetzt gucken wir uns mal ein paar Tiere an. Vorsicht, Chris, ich weiß noch, als sie dir vor ein paar Jahren versucht haben, das Handy zu klauen. Ja, das weiß ich noch. Das war noch ein uralt Handy. Palm, genau. Palmtop, hat er dir das Handy geklaut? Ja, damals hat er mir das Handy fast aus der Hand geschlagen sogar. Vielleicht sind die auch satt. Wir wollen ja jetzt zu den Häschen. Wo sind denn die Häschen? Wisst ihr das noch? Da! Da! Das sieht voll aus. Die sind aber riesig. Vielleicht. Wow! Jetzt seht ihr mal, wie riesig die werden. Das bleiben nicht immer so kleine, süße Zwerge. Das sind ja richtige Kaventsmänner geworden. Ey. Boah! Das sind ja wirklich sowas geht. Richtig. Dürfen die das füttern? Ja, das dürfen die. Guck mal, die werden gerade sauber gemacht. Durch die Stäbe kannst du natürlich nicht so gut füttern. Ja, das stimmt. Wollen wir mal zu den Seehunden gehen? Ja. Wisst ihr noch, wo die sind? Ja. Dann lauft mal hin. Falsche Richtung. Ja, klar, schon in dem Kreis herum. Was sollen die auch sonst machen? Ja, guck mal. Schwimmen lernen. Yeah, like one hand. Fühlt sich das eklig an? Ja. Oder kitzelt das? Jetzt habe ich Spucke da dran. Bäh. Ich am liebsten meine Hose. Du hast jetzt das Hygienekonzept nicht beachtet, Justus. Die Spucke von dem Tier an seiner Hose abgewischt. Justus. Hoffen wir mal, dass das Tier kein Corona hat. Ne? Mach dem armen Kind doch keine Angst. Ich glaube, das Zwischen hier. Kann er besser nicht. So, einmal die Spucke vom Tier abwischen. Muss ja auch alles hygienisch rein sein. Ja, und da hinten ist die Eisenbahn. Ich glaube, die fährt sogar, ne? Die
Die Frage aller Fragen ist natürlich mit den Abstandsregelungen, ob denn auch so Spielplätze in den Parks, Tierparks, Freizeitparks wieder aufmachen dürfen. Und da gehen wir jetzt mal gucken. Und vor allen Dingen, ja, wie ist das da geregelt? Das schauen wir uns jetzt mal an. So, der Spielplatz. Ja, Kinder drauflassen oder nicht drauflassen? Das ist, okay, die Frage hat sich gerade beantwortet. Ja, ist schon schön voll, ne? Würde ich mal behaupten. Ja, prall gefüllt. So, eine Karussellfahrt muss sein. Unter Einhaltung des Abstandes. Ja, dann mal los. 1 Euro. 1 Euro, ja. Aber dafür haben wir ja lange Zeit zu Hause gesessen und Geld gespart. Das stimmt, sogar Sprit haben wir gespart. Sind Babyfrösche. Ja, zum Thema Spielplatz hier im Tierpark. Die Leute versuchen sich natürlich dran zu halten, aber kleine Kinder, die kann man halt nicht voneinander trennen. Und ich glaube, 400 Leute dürfen hier sowieso nur insgesamt rein, stand auf der Webseite. Ja, ist schon voll so ein Spielplatz, aber was will man machen? Ja, ne? Klar, die wollen ja auch alle dahin. Wenn es wieder erlaubt ist, ist es wieder erlaubt. Und ja, mit Kindern ist die Abstandsregel halt schwer einzuhalten. Ne? Das stimmt wohl. Die können die untereinander nicht so wirklich einhalten. So, was habt ihr euch denn da Gutes gekauft? Lutschfinger. Lutschfinger und du? Was ist da drin? Schlümpfe? Die Flümpfe und das da. Lecker. So, das war unser kleiner Ausflug in den Tiergarten Mönchengladbach nach der Corona-Schließung. Ja, und wir müssen jetzt hier durch dieses Tor und diese Klammern, genau, damit wird gezählt, wie viele Leute hier drin sind im Park. Und jetzt müssen wir durch dieses Drehtor hier einmal wieder raus. So, pass auf. Und damit man den Leuten an der Kasse nicht entgegenkommt. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ja, also das war's von uns und genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.